Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir werden uns heute mit zwei Dingen beschäftigen. Das eine ist die graphembasierte Spracherkennung. Kommen wir gleich noch dazu, was das ist. Und das andere sind Plansprachen. Also die Idee da ist, dass man eben schaut, okay, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich eine Sprache so designe, dass ich sie möglichst einfach automatisch erkennen kann. Aber gucken wir uns zunächst mal die graphembasierte Spracherkennung an. Nun, warum beschäftigt man sich damit? Es ist so, dass es eben auf der Welt sehr, sehr viele Sprachen gibt. Also man schätzt so etwa 4.000 bis 7.000 Sprachen. Wie Sie jetzt schon gehört haben, ist es teilweise relativ schwierig, so ein Aussprachewörterbuch zu erstellen, weil ich brauche linguistisches Wissen, um eben hier entsprechende Regeln aufzustellen. Das Ganze ist, selbst wenn ich jemanden habe, der das macht, eine relativ langwierige Arbeit, die man eben wirklich händisch machen muss. Also ich muss praktisch entweder hingehen und muss die jeweiligen Ausspracheregeln niederschreiben oder eben direkt die Aussprache der einzelnen Wörter. Ist also eher unpraktikabel, das Ganze in eben wirklich so einem großen Stil zu machen, um damit eben diese Menge an Sprachen abdecken zu können. Eine andere Möglichkeit ist eben, dass ich die Aussprachewörter automatisch erstelle. Hierzu brauche ich aber auch zunächst mal Trainingsmaterial. Und wie bei jedem Lernverfahren ist es eben auch hier so, je mehr Daten ich habe, umso besser werde ich. Im Umkehrschluss, je weniger Daten ich habe, umso schlechter bin ich. Das heißt also, ich brauche für jede Sprache schon einen gewissen Grundstock an fertigen Aussprachen, fertigen phonetischen Transkriptionen, um eben hier ein System zu bauen, das die Aussprachen mit einer entsprechend guten Qualität automatisch erstellen kann. Nun, wie gesagt, für die 4.000 bis 7.000 Sprachen, die es eben so gibt, kann man das einfach nicht leisten. Ja, manchmal ist es teilweise auch so, dass einzelne Sprache nur von einer Handvoll Sprechern noch gesprochen wird. Deswegen ist es, wie gesagt, nicht praktikabel, weil es einfach nicht die Leute gibt, weil ich brauche ja wirklich einen Linguisten, der sich in der Sprache auskennt, damit er diese Regeln so aufschreiben kann, dass sie mir auch was nützen, sage ich jetzt mal einfach so umgangssprachlich. Genau, anderes Problem ist natürlich auch, die Leute sind Experten auf ihrem Gebiet. Das heißt, wenn die irgendwas arbeiten, dann kostet das eben auch Geld. Das heißt, es ist auch teilweise einfach von der Wirtschaftlichkeit her nicht gegeben, dass man wirklich für jede Sprache jetzt einen Linguisten anheuert, selbst falls es den gäbe, um hier eben entsprechend so ein Aussprachewörterbuch zu erstellen. Deswegen gibt es ja eben jetzt die Idee bzw. die Frage, ja, kann man irgendwie auch Spracherkennung ohne so ein Aussprachewörterbuch betreiben? Nun, das ist im Prinzip die graphembasierte Spracherkennung. Und zwar geht es hier darum, dass ich einfach so tue, als wären die einzelnen Buchstaben, die einzelnen Grapheme praktisch meine Aussprache. Und ich gehe einfach hin und sage, okay, meine Phoneme sind jetzt praktisch die Grapheme und behandle die so, wie wenn das praktisch die Verschriftung wäre. Grapheme an sich noch mal kurz zur Definition. Das ist eine atomare Einheit in einer geschriebenen Sprache. Ich meine, wenn wir jetzt hier im Deutschen, Englischen von Graphemen sprechen, dann sind das eben einzelne Buchstaben in eben unserem lateinischen Alphabet. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Schriftsysteme. Ja, zum Beispiel die chinesische Hanzi-Schrift oder eben spezielle Silbenzeichen im Thailändischen. Das heißt, hier ist es auch nicht unbedingt so einfach, dass man einfach sagt, okay, das funktioniert, sondern es kommt ja eben auch immer noch auf das Schriftsystem an. Da kommen wir aber gleich noch zu. Wichtige Eigenschaften, die wir bisher bei den Phonemen ja auch vorausgesetzt haben, die wir im Prinzip auch haben müssen, damit das eben auch mit Graphemen funktioniert, ist eben eine konsistente, einheitliche akustische Ausprägung. Das heißt, jedes
Also ein Phonem wird immer so ausgesprochen, wie eben das Phonem ausgesprochen wird. Das hätte ich halt eben idealerweise gerne auch bei einem graphembasierten Ansatz, dass also praktisch ein T immer als T ausgesprochen wird. Funktioniert nicht immer, zeige ich euch noch. Eine andere Sache ist, ich muss damit eben auch wirklich alle Wörter in der Sprache aufbauen können. Ja, also es muss schon so sein, dass ich praktisch alle Dinge, die man in einer Sprache spricht, damit ausdrücken kann. Ja, ist eben das Problem, wie gesagt, wenn ich eben eine Sprache habe, die kein Schriftsystem hat, schwierig. Und noch eine andere Sache ist wichtig, und zwar bei den Phonemen, da haben wir eben in der Regel so ein Phoneminventar von, je nach Sprache, ich denke mal so 40 bis 60. Das ist eine hinreichend kleine Zahl, um da eben mit einer entsprechend großen Trainingsdatenmenge die Modelle für die einzelnen Phoneme hinreichend gut trainieren zu können. Hier bei den graphembasierten Systemen habe ich natürlich auch die gleiche Einschränkung. Das heißt also, ich muss gucken, dass meine Menge von akustischen Einheiten, die ich modelliere, klein genug ist, damit ich eben entsprechend viele Trainingsdaten habe, um die entsprechend robust trainieren zu können. Damit ich eben hier nicht hingehe, wenn ich jetzt für ein Symbol, ich sage mal jetzt nur drei Trainingsbeispiele habe, dann wird der Erkenner, wenn er es denn überhaupt lernt, diese drei Beispiele mehr oder weniger auswendig lernen. Nützt mir also eigentlich nichts. Deswegen, wie gesagt, kommt es ja eben darauf an, wie viele von diesen Einheiten ich habe. Ich habe es ja schon angesprochen, je nach Schriftsystem ist es unterschiedlich einfach bzw. schwierig. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was gibt es denn alles für unterschiedliche Schriftsysteme? Da gibt es zum einen mal die logosyllabischen Schriften. Da ist es eben so, dass Grapheme ganze Wörter repräsentieren bzw. teilweise auch jeweils einzelne Silben. Das heißt, da könnten wir jetzt beispielsweise in Probleme kommen, eben wenn ich hier eine Sprache habe, die sehr, sehr viele Worte enthält. Ich habe für jedes Wort ein einzelnes Graphem. Das heißt, hier kriege ich ein Problem mit meinen Trainingsdaten, weil ich werde dann wahrscheinlich nicht alle Worte in meinen Trainingsdaten in hinreichender Anzahl sehen, um hier eben die Systeme robust trainieren zu können. Dann gibt es syllabische Schriften. Da ist es so, dass ich pro Silbe ein einzelnes Graphem habe. Das funktioniert dann schon wieder besser, weil in der Regel gibt es natürlich weniger Silben wie Wörter in der Sprache. Und es gibt auch einige Sprachen, die kommen auch mit relativ wenig Silben aus. Das heißt, das wäre eine Sache, die man machen könnte. Dann gibt es die Abjads. Das ist ein spezielles Schriftsystem, glaube im Arabischen. Also das im Arabisch wird so geschrieben. Da ist es jetzt so, dass ich im Prinzip mehr oder weniger nur die Konsonanten aufschreibe. Und dann beim Sprechen erfindet praktisch der Sprecher die Vokale hinzu. Ist auch eher schwierig, einfach weil in der Vergangenheit habt ihr, glaube ich, gesehen, dass relativ viel Information bei der Spracherkennung in den Vokalen steckt. Weil das sind eben betonte Laute. Das heißt, da kann ich viel Information rausziehen. Bei den Konsonanten ist es eher schwierig. Das heißt also, wenn ich jetzt hier nur eine Transkription von den Konsonanten habe, wird es eben schwierig, gerade auch deswegen, weil ich ja einen Konsonant haben kann, der mit unterschiedlichen Vokalen auftritt. Das heißt also, hier habe ich ein Zeichen, das je nach Kontext unterschiedlich ausgesprochen wird. Haben wir so teilweise ja auch bei der phonembasierten Spracherkennung, aber da, wie gesagt, ist es auch ein Problem. Dann, klar, Alphabete funktioniert relativ gut, kommt eben hier auch auf die Sprache an. Also es gibt Sprachen, bei denen funktioniert sehr gut, wie zum Beispiel Spanisch oder Italienisch. Da habe ich ein relativ gutes 1:1 Verhältnis zwischen der Aussprache und der Schrift. Bei Deutsch wird es schon ein bisschen schwieriger. Französisch wird es auch noch ein bisschen schwieriger. Da habe ich auch noch später ein schönes Beispiel dazu. Und
Englisch ist auch nicht unbedingt so gut, was die graphembasierte Spracherkennung angeht. Da gibt es ja so diesen einen Witz, fragt man einen Deutschen, wie sein Hund heißt, dann sagt er Fifi und dann ja, buchstabieren Sie mal, F-I-F-I. Dann fragt man einen Engländer, wie sein Hund heißt und er sagt dann Fido und dann ja, buchstabieren Sie mal. Ja, Fido, wie wird man Fido schreiben? Einfach so, wie man es spricht. Ja, Fido. Ja, also sieht man hier, im Englischen ist es teilweise relativ schwierig, da so eine gute Beziehung zwischen Aussprache und den Wörtern und der Schrift hinzukriegen. Im Französischen auch. Da kommt später nochmal ein Beispiel zu. Genau, dann gibt es eben noch, neben den Alphabeten, gibt es eben noch Abugidas. Da ist es so, dass eben die Grapheme einer Kombination aus Konsonant und Vokal entsprechen. Das heißt, ich habe da in der Regel irgendwelche Diakritiken an so einem Konsonanten dranhängen, die eben dann genau definieren, was für ein Vokal eben noch dazugehört. Und dann gibt es noch featurale Schriften. Da ist es so, dass eben die Zeichen korrespondieren eben zu wirklich speziellen Eigenschaften zu dem jeweiligen Sprachsegment, das sie repräsentieren. Genau, hier das Ganze auch nochmal aufgeschrieben. Also logosyllabisch war die Geschichte, dass ich eben relativ viele, also ich praktisch pro Wort ein eigenes Zeichen habe. Das heißt, was hier eben gut ist, klar, ich habe eine sehr hohe Korrespondenz zwischen eben dem, was geschrieben ist und so, wie es gesprochen wird. Nachteil dabei ist aber dann, ich habe eben eine hohe Anzahl von Wörtern pro Sprache in der Regel. Das heißt, es wird relativ schwer, wenn ich da einen Erkenner bauen will, der eben ein großes Vokabular hat. Bei syllabischen Schriften, wie gesagt, habe ich eine relativ hohe Korrespondenz zwischen einem einzelnen Graphem und eben der akustischen Repräsentation. Aber ich habe dafür eben wiederum eventuell eine hohe Anzahl an Silben pro Sprache. Es gibt auch Sprachen, die eine geringere Anzahl an Silben haben. Und häufig ist es eben auch so, dass, wie ich gerade gesagt habe, dass eben diese syllabischen Schriften eben bei Sprachen verwendet werden, die wenig Silben haben. Dann Abjads, habe ich ja auch schon erwähnt. Wie gesagt, habe ich eine relativ schlechte Korrespondenz zwischen eben der Akustik und dem, wie es eben niedergeschrieben ist, weil eben, wie gesagt, diese einzelnen Zeichen nur den Konsonanten entsprechen, aber sie implizit ja praktisch noch eine Vielzahl an möglichen Vokalen dabei haben können. Das heißt, hier habe ich ein Problem, dass ich nicht zu viele Einheiten habe, die ich eben praktisch modellieren muss, sondern eben zu wenig. Das heißt, ich habe weniger unterschiedliche Einheiten zu modellieren von einer relativ großen akustischen Vielfalt in der Sprache. Aber wie gesagt, es gibt da auch Möglichkeiten, damit Herr zu werden. Wenn ich eben genügend Trainingsmaterial habe, dann kann ich eben ein kontextabhängiges System bauen, das eben dann es schafft, obwohl ich nur relativ wenige Symbole habe zur Repräsentation, diese ganzen akustischen Unterschiede dennoch abzubilden. Genau, Abugidas, das war eben so dieses Zwischending, dass ich eben praktisch zwar auch im Prinzip nur die Konsonanten niederschreibe, da aber eben entsprechende Diakritiken habe, die eben mir angeben, okay, welcher Vokal gehört jetzt dazu. Und bei den featuralen Schriften, da ist es so, dass sie sind relativ unterschiedlich und werden jetzt nicht so verwendet. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Koreanisch, da gibt es eben die Möglichkeit, wie man das praktisch ausrollen kann, sodass da auch sowas wie ein Alphabet draus entsteht. Nun, wie verteilen sich denn jetzt die Schriften auf unterschiedliche Sprachen? Wie man sieht, ist es so, dass es relativ viele Sprachen gibt, die Alphabete benutzen. Gibt nicht so viele Sprachen, die zum Beispiel die Abjads benutzen.
oder die Abigudas. Silbenschriften gibt es auch nicht so viel und logosyllabische Schriften sind es auch eher wenig. Dazu muss ich aber auch sagen, es ist generell nur für relativ wenige Sprachen bekannt, was sie denn für ein Schriftsystem haben. Und das zweite Problem, was ich angesprochen habe, es ist auch so, dass es relativ viele Sprachen gibt, die wirklich ungeschrieben sind. Ja, also wenn man zum Beispiel an Afrika oder so denkt, da im Dschungel, im Busch, da gibt es sehr, sehr viele Sprachen, die mehr oder weniger nur von einem Clan, von einem Dorf gesprochen werden. Und für die es eben auch kein Schriftsystem gibt, einfach weil die Leute da nicht nur die Notwendigkeit haben, das Wissen eben per Schrift weiterzugeben. Ja, alphabetische Schriften sind, wie gesagt, weit verbreitet. Und ja, wenn man heute jetzt eine neue Schrift entwirft, dann wird da hauptsächlich auch ein Alphabet verwendet. Ich glaube, so die bekanntesten neuen Erfindungen von künstlichen Sprachen ist entweder Klingonisch, die verwenden ja auch so eine Keilschrift, oder eben Sindarin, kennt vielleicht einer, Herr der Ringe, das ist diese elbische Schrift, das ist eben auch das, was da gemacht wird. Genau, so, wie verteilt sich jetzt diese Schriftsysteme über die Welt? Ich habe hier oben kyrillische Schriften, klar, bei Russland und in der Gegend. Dann der große, große Teil sind eben, wie gesagt, lateinische Schriften. Und dann haben wir hier noch in der Nähe vom Äquator so ein Band, das zum einen mal die arabischen Schriften hat, als eben dann hier bei China, bei Indien. Da haben wir eben dann noch andere Schriftsysteme, die eben da vorherrschend sind. Und eben klar, Japanisch, ja, die Katakana-Schriften, die gibt es eben da. Genau. Wann eignen sich denn jetzt praktisch Grapheme zur Modellierung von den akustischen Einheiten? Nun, wir haben gesehen, okay, ich brauche zunächst mal eine hinreichend kleine Anzahl an Graphemen in meinem Inventar. Ich brauche eine idealerweise sehr gute Korrespondenz zwischen eben den einzelnen Zeichen und der jeweiligen Aussprache. Aber oft ist es so, dass sich praktisch die gesprochene Sprache in der Zeit anders entwickelt hat als die Schrift. Das heißt, im Laufe der Zeit hat sich eben eine ursprünglich gute Korrespondenz zwischen Schrift und Aussprache über die Zeit mehr und mehr verschlechtert. Da gibt es sowohl gute als auch schlechte Sprachen, die eben eine gute und eine schlechte Korrespondenz haben. Hier Beispiel für schlechte Korrespondenz habe ich mal das französische Wort sans genommen. Also sans, wenn ich sans sage, kann ich entweder gesagt haben ohne, hundert, hunderte, Blut, riechen oder Geruch. Es gibt da bestimmt noch einige mehr, die auch sans heißen, aber das zeigt eigentlich schon mal auf, dass zum Beispiel es im Französischen relativ schwer ist, so ein graphembasiertes System zu bauen. Ich habe auch mal hier eine Statistik aus dem französischen Aussprachewörterbuch mir angeguckt. Und da war es eben so, ich hatte in dem Wörterbuch, was ich mir angeschaut habe, das hat etwa so 61.000 Einträge und für unterschiedliche Worte. Und zu diesen 61.000 Einträgen gab es aber nur etwa 40.000 unterschiedliche Aussprachen. Das heißt also, ich habe hier praktisch ein Drittel der Worte, die gleich ausgesprochen wird, in etwa in dem Wörterbuch. Aber Deutsch ist teilweise auch nicht viel besser. Nehmen wir die Buchstabenkombination CH. Je nachdem, wo das steht, ist es einmal ein Wechsel, also ein K, wach, ein Ch, oder eben weich, ein Ch. Ja, das heißt, hier haben wir teilweise eben im Deutschen auch Probleme mit der Übereinstimmung. Wie gesagt, Italienisch oder Spanisch wäre da besser. Wenn man jetzt hingehen möchte und möchte eine graphembasierte Spracherkennung für Arabisch bauen, dann, wie gesagt, hat man das Problem, dass Arabisch eben mit Abjad geschrieben wird. Das heißt, da muss ich gucken, wie ich da diese Vokalisierung hinkriege, weil eben
die Texte in der Regel ohne Vokale daherkommen. Das heißt, hier wird man eben Diakritiken zu Hilfe nehmen. Und dann da ein System bauen, was das Ganze macht. Andere Möglichkeit, wie gesagt, wenn ich genügend Trainingsdaten habe, dann kann ich die Vokale auch entsprechend implizit mitmodellieren. Hier habe ich jetzt mal ein paar Ergebnisse bzw. einen Vergleich zwischen einer phonembasierten Spracherkennung und einer graphembasierten Spracherkennung für unterschiedliche Sprachen. Was man eben sieht, bei Englisch gibt es einen relativ großen Unterschied. Bei Deutsch ist er jetzt nicht ganz so groß, aber wie gesagt, in Deutsch gibt es eben auch die Geschichte mit dem CH zum Beispiel oder mit SCH, ST, Straße. Ja, wird ja auch das ST als SCH ausgesprochen. Aber wenn das relativ regelmäßig ist, diese Ausspracheregeln, dann hat auch das System eine Chance, die eben zu lernen. Russisch haben wir hier noch, Spanisch oder Thai. Bei Spanisch ist es auch nicht ganz so groß, der Unterschied. Ich hatte es ja schon erwähnt. Kontextabhängige Modelle bei eben graphembasierter Spracherkennung bringt durchaus einen Gewinn, teilweise eben auch mehr Gewinn gegenüber phonembasierter Spracherkennung. Also ich starte zwar mit einem schlechteren System, aber wenn ich dann eine kontextabhängige Modellierung mache bei einem graphembasierten System, ist der relative Gewinn größer. Bin zwar immer noch schlechter, wie wenn ich ein reines phonembasiertes System habe, aber der Ansatz bringt, wie gesagt, bei graphembasierten Systemen ein bisschen mehr. Die Frage da ist jetzt, bei einem phonembasierten System kann ich spezielle Fragen stellen, wenn ich eben hier meinen kontextabhängigen Baum aufbaue. Also ich kann so Fragen stellen wie, ist das ein Nasal, ist das ein Plosiv? Das habe ich ja bei einem graphembasierten System per se eigentlich nicht. Deswegen kann man hier eben hingehen und kann Fragen nach der Identität von Graphemen stellen. Also zum Beispiel, war das vorhergehende Graphem ein T, war das ein S und so weiter. Und damit kommt man dann eben auch zu Rande und kann dann eben hier entsprechend eine Verbesserung hinkriegen. Also hier jetzt nochmal der relative Gewinn für die einzelnen Sprachen. Man sieht, bei Englisch gewinne ich da relativ viel. Bei Deutsch auch, bei Russisch jetzt nicht ganz so viel. Ich denke, bei Russisch ist teilweise auch das Problem, dass ich bei Russisch ja keine fest vorgegebene Wortfolge habe. Das heißt, da habe ich generell schlechtere Zahlen. Und bei Spanisch und Thai habe ich eben auch verschiedene Gewinne. Okay, genau, wie gesagt, bei der graphembasierten Spracherkennung ist es eben wichtig, wenn ich so ein kontextabhängiges System baue, dass ich mir eben Gedanken mache, okay, wie kann so der Cluster-Tree aussehen, weil eben, wie gesagt, so ein Graphem unterschiedlich ausgesprochen werden kann, je nachdem, in welcher Umgebung es auftritt. Ja, also zum Beispiel das CH, also die C und H, je nachdem, wo die eben stehen, in welcher Nachbarschaft, da werden die eben unterschiedlich ausgesprochen. Und da haben wir eben auch Experimente gemacht. Und da ist eben auch rausgekommen, dass es da eben bei der Parameterkopplung, also wenn ich hingehe und Parameter zwischen Modellen schere, dass es da eben sinnvoll sein kann, wenn man eben hingeht und Vokale und Konsonante getrennt behandelt, sofern man eben, wie gesagt, in der Sprache tatsächlich auch Vokale und Konsonanten hat. Nicht, dass es so ist, dass ich praktisch nur die Vokale aufschreibe. Dann vielleicht noch ein paar praktische Probleme. Also ich hatte jetzt vor 3 Jahren die Aufgabe, ein System für Arabisch zu bauen. Und da war eben auch die Idee, okay, machen wir das einfach mal und gucken, wo wir rauskommen. Problem jetzt speziell bei Arabisch war, dass die Buchstaben unterschiedlich geschrieben waren, je nachdem, ob sie am Anfang, in der Mitte oder am Ende von einem Wort auftraten.
Ja, das ist einfach ein anderes Zeichen, obwohl es die gleiche Bedeutung hat. Einfach in dem arabischen Schrift ist das so eine Regel, dass eben Buchstaben am Wortanfang anders geschrieben werden, wie in der Mitte oder wie am Ende. Das heißt, da muss man dann auch erstmal gucken, okay, wie ist das überhaupt in Unicode kodiert? Ja, da muss man also teilweise wirklich sich mal auch mit so Sachen auseinandersetzen, um zu gucken, okay, ist das gleiche Zeichen auch wirklich immer gleich kodiert? Weil es gibt natürlich in Unicode mehrere Möglichkeiten, so ein Zeichen zu kodieren. Das heißt, was da eben auch wichtig ist, ist die Textnormalisierung. Dass ich also wirklich gucke, okay, wie ist ein Zeichen kodiert und das Ganze eben dann entsprechend normalisiere, damit gleiche Zeichen auch wirklich gleich kodiert sind. Anderes Problem ist Homograph. Das hängt auch damit zusammen. Und zwar gibt es in Unicode das gleiche Zeichen an mehreren Stellen. Ja, also in dieser Unicode-Tabelle ist das gleiche Zeichen historisch bedingt an mehreren Einträgen eingetragen. Das heißt, da muss man eben auch gucken, bei der Textnormalisierung, dass ich eben wirklich alles, was gleich ist, auf das gleiche Zeichen abbilde. Ein weiteres Problem, was ich damals hatte, waren nicht druckbare Zeichen. Und zwar kennt man das im Deutschen zum Beispiel so Ligaturen, dass zum Beispiel, wenn nach einem F ein L kommt, dann kann es ja schon mal verschmelzen. Aber manchmal will ich das eben getrennt haben. Das heißt, dann kann ich einen sogenannten Zero-Bit-Non-Joiner einfügen. Das heißt, es ist ein Zeichen, das wird nicht ausgegeben, ist aber dennoch im Text drin. Einfach weil das von der Typografie her so gefordert ist, an der Stelle eben so ein Zeichen einzufügen. Hat aber dann wiederum das Problem, das Zeichen hat ja jetzt keine akustische Repräsentation. Das heißt, wenn ich hier jetzt lerne, okay, das Zeichen wird so ausgesprochen, dann mache ich hier an der Stelle natürlich einen Fehler. Ja, das heißt, da muss ich eben auch gucken, okay, was für Zeichen gibt es überhaupt in meinem Text und haben die alle auch wirklich eine akustische Repräsentation oder sind das teilweise wirklich nur so Steuerzeichen? Das heißt, da muss man wirklich auch aufpassen und mal gucken, macht das überhaupt Sinn, was ich da tue. Ein weiteres Problem ist, hatte ich ja auch schon angedeutet, wenn ich Spracherkennung machen will bei Sprachen, die eben keine Schrift haben. Ja, da fehlt mir irgendwo so ein bisschen die Grundlage, macht man aber teilweise schon, weil man will ja auch irgendwie diese ganzen ungeschriebenen Sprachen, bevor sie aussterben, zumindest mal noch so ein bisschen dokumentieren. Das heißt, da guckt man eben, was kann man machen? Wir haben da im Moment jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt, wo wir uns um ungeschriebene afrikanische Sprachen von der Bantu-Familie kümmern. Konkret geht es um die drei Sprachen, um Bazaa, Myene und Mbosi, die eben in verschiedenen Teilen von Afrikas gesprochen werden. Und da ist natürlich jetzt erstmal das Problem, wie könnte ich da rangehen? Ja. Die Idee dabei ist, dass man ein System baut, um eben zunächst mal zu erkennen, okay, wo fängt ein Phonem an, wo hört ein Phonem auf in dem Transkript, in dem Audio besser gesagt. Ja? Dabei, wie gehen wir da vor? Nun, zunächst mal trainieren wir das System auf Daten von mehreren Sprachen. Weil generell ist es ja so, alle Sprachen werden ja mehr oder weniger von Menschen gesprochen. Das heißt, wir haben hier ein relativ festes Phoneminventar, was auftreten kann. Und die Idee dabei ist eben, wenn ich jetzt gucke, okay, ich nehme Daten von mehreren bekannten Sprachen her, hoffe ich, dass ich da eine relativ gute Phonemüberdeckung habe zwischen den Sprachen, auf denen ich trainiere und auf der neuen Sprache, für die es eben noch keine Schrift gibt und die ich eben erkennen möchte. Das heißt, ich trainiere hier ein System multilingual und hoffe eben, dass ich möglichst viele Phoneme drin habe in meinem System, die auch in der Sprache vorkommen. Und dann gehe ich hin, lasse mein System einmal durchlaufen, erkenne dabei aber keine Worte, sondern nur einzelne Phoneme. Und kann dann hingehen und kann diese entweder die erkannten Phoneme nehmen oder aber ich nehme nur die Grenzen, dass ich eben weiß, okay, von da bis da kam Phonem 1 vor, von da bis da Phonem 2 und so weiter. Und gehe dann eben hin und mache eben ein Clustering von den jeweiligen Abschnitten, die ich da so segmentiert habe, um das Ganze eben
entsprechend umzuformen in akustische Einheiten, die ich habe jetzt mal in Anführungszeichen Wörter genannt, können aber auch jede mögliche andere sinntragende Einheit in der jeweiligen Sprache sein. Genau, so viel zu dem Thema graphembasierte Spracherkennung. Eine andere Sache, die auch noch wichtig ist und interessant ist, ist das Thema Plansprachen. Hatte ich ja am Anfang schon angekündigt, dass wir uns da noch ein bisschen mit beschäftigen. Und zwar, da geht es darum, dass es eben, ob es eben Sprachen gibt, die eben speziell dafür gebaut wurden, damit man sie gut mit einem System automatisch erkennen kann. Ja, klare Antwort, jein. Wenn man so eine Sprache entwickelt, dann wird man das ja meistens mit irgendeiner Anwendung im Hinterkopf tun. Bei uns zum Beispiel Übersetzung, aber eben auch Steuerung, dass man praktisch so eine künstliche Sprache entwirft, um Roboter zu steuern. Ich meine, so eine Art Plansprache, künstliche Sprache kennt man vielleicht auch aus dem militärischen Bereich, dass die eben da auch bei der Kommunikation zwischen zum Beispiel Flugzeugen auch eine relativ formale Sprache haben oder zum Beispiel das NATO-Alphabet. Ja, da ging es eben auch darum, dass man zweifelsfrei sagen kann, okay, was hat der andere jetzt gesagt? Ja, dass man eben beim Buchstabieren festgelegt hat, okay, Alpha, Bravo, Charlie, Tango und so weiter. Aber eben auch bei den bei den Zahlen. Da ist ja das Problem, wenn die Verbindung schlecht ist, dann hört sich eine One relativ ähnlich an wie eine Nine. Deswegen war da eben die Konvention One bleibt One, aber anstatt Nine sagen die eben Niner. Um da eben wirklich eine Unterscheidbarkeit zu machen, auch wenn es eben jetzt gerade knackt in der Ohrmuschel, dass man eben auch dann sich verständigen kann, wenn eben die Verbindung schlecht oder gestört ist. Andere künstliche Sprachen, wo man sich gedacht hat, Mensch, wie könnte man jetzt so eine Sprache designen, die man auch relativ leicht lernen kann? Kennt vielleicht der eine oder andere. Das eine war Esperanto und das andere ist, die ist, glaube ich, noch ein bisschen bekannter. Also Esperanto kennt man vielleicht noch. Tokipona ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Gut, Esperanto wurde damals 1887 veröffentlicht und das Ziel war eben, dass es eine Sprache ist, die wirklich leicht erlernbar sein soll und eben neutral sein soll. Das Ziel war da eben, so eine Lingua Franca zu erstellen, um eben sich international zu verständigen. Nun, hat nicht ganz so gut geklappt, also ich glaube, die internationale Sprache heute ist Englisch. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie ist Esperanto aufgebaut, die Grammatik. Von der Grammatik her ist also eine agglutinative Sprache mit fest definierten Phonemen. Ist nicht ganz so gut für Spracherkennung. Zum Beispiel Türkisch ist auch agglutinierend. Also es gibt dann so ewig lange Worte. Im Deutschen ist das ja teilweise auch so. Die Fehlerstrom, Schutz, Schalterprüfung oder Donau, Dampfschifffahrts, Gesellschafts, Kapitänswitwe. Auch relativ lange Worte. Das heißt, das ist nicht ganz so einfach. Es gibt jeweils nur eine Konjugation und Deklination und, was mich persönlich freut, keine Ausnahmen. Im Vergleich jetzt zum Französischen. Im Französischen gibt es ja relativ viele Ausnahmen zu den Regeln. Ansonsten gibt es eben Verben, Substantive, Adjektive und Adverbien. Von der Phonetik her ist es eine eindeutige Abbildung, Graphem zu Phonem, das ist also schon gut. Es gibt 28 Phoneme, das ist auch eine relativ gute, überschaubare Größe. Interessant ist auch hier, dass hauptsächlich deutsche Phoneme drin vorkommen. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel hingehen und könnte als Ausgangspunkt einen Spracherkenner für Deutsch nehmen, der eben schon die deutschen Phoneme gelernt hat und den man dann eben noch adaptiert, um eben die neu hinzugekommenen Phoneme auch noch zu erkennen. Was auch ganz interessant ist, ist, dass die Vokallängen nicht bedeutungstragend sind. Das macht es auch ein bisschen einfacher. Der Wortschatz ist aus europäischen Sprachen gewählt.
Und inzwischen wächst das Ganze auch so ein bisschen wie eine natürliche Sprache. Also im Moment geht man so davon aus, dass es etwa weltweit 1 Million Sprecher gibt von der Sprache. Ist sogar Wahlpflichtfach an ungarischen Universitäten und wird da vereinzelt eben auch als zweite Muttersprache verwendet. Aber ich hatte es ja schon erzählt, weltweit hat es leider nicht zu einer großen Bedeutung gelangt. Genau. Was bedeutet das jetzt alles für die Spracherkennung? Nun, eine relativ einfache Phonem-zu-Graphem-Relation ist gut für die Spracherkennung. Eine einfache Grammatik mit wenig Ausnahmen ist auch gut, speziell im Hinblick eben auf die Sprachmodellierung. Problematisch, ich hatte es schon erwähnt, es ist eine Sprache, die stark agglutinierend ist. Ich habe viele kurze Partikel. Und was eben auch problematisch ist, in dem Sinne ist, es wächst wie eine natürliche Sprache. Das heißt, ich muss da eben auch immer gucken, okay, gibt es denn jetzt schon neue Worte, die ich eben in mein Dictionary aufnehmen muss? Die zweite Sprache, die ich erwähnt hatte, Tokipona, stammt von 2001, wurde von Sonja Lang veröffentlicht, hat eher so ein minimalistisches Konzept und ist auch so ein bisschen ideologisch geprägt, also verfolgt so ein bisschen das Zurückkommen auf eine einfache Denkweise. Also es gibt da zum Beispiel als Zahlwörter nur 0, 1, 2 und 5. Einfach, weil die Sonja Lang gesagt hat, man soll sich ja nicht über große Zahlen unterhalten. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel 4 sagen will, dann sage ich 2 mal 2 als Beispiel. Also ist da schon so ein bisschen umständlich. Ist aber auch jetzt nur mal so als Beispiel für eine weitere künstliche Sprache gedacht. Von der Phonetik, ich habe insgesamt 14 Buchstaben. Das teilt sich auf, dass ich 5 Vokale habe, 9 Konsonanten. Ich habe strikte Ausspracheregeln, das ist auch gut. Und ich habe eine klare Silbenstruktur, das heißt, ich habe entweder Konsonant-Vokal, ich habe Vokal am Wortanfang oder Konsonant-Vokal am Wortende. Grammatik relativ einfach, kein Genus, Kasus, Numerus. Und ich habe keine Deklination oder Konjugation. Das macht es auch leichter für die Spracherkennung. Gibt 3 Hilfswörter. Das ist nicht unbedingt so gut, vor allen Dingen auch, weil die vermutlich relativ ähnlich klingen. Aber das Witzige ist, die Sprache, weil eben hier das Konzept so ist, minimalistisch, hat nur 120 Wörter. Also ist sehr, sehr eingeschränkt. Um eben hier was Komplexeres zu formulieren, muss ich eben mehrere Wörter kombinieren und dann wird es dann gleich relativ lang. Genau, positiv, ich hatte es erwähnt, gute Phonetik, gute Silbenstruktur, habe ein kleines Vokabular, aber negativ, wie gesagt, ich habe kurze Hilfswörter, ich habe auch nur relativ wenig Silben pro Wort und ich habe eine hohe Perplexität, das heißt einfach, ich habe einen hohen Verzweigungsgrad von meinem Sprachmodell, einfach weil, wenn ich habe halt nur 120 Wörter, mit denen will ich eben alles ausdrücken, das heißt, es gibt hier relativ hohe Verzweigungen. Wenn man jetzt sich mit den künstlichen Sprachen beschäftigt, gibt es natürlich auch noch die Idee, Mensch, ich entwerfe jetzt einfach mal eine Sprache, die ich speziell für automatische Spracherkennung entwickeln will. Hat es ja schon erwähnt, es gibt es ja, wie gesagt, mit Hilfe von dem NATO-Alphabet ja schon für Menschen untereinander, wenn der Kommunikationskanal leicht gestört ist. Hier gab es eben eine Veröffentlichung dazu, wie man eine Sprache entwickeln könnte, die eben leicht zu erkennen ist. Ein Problem war eben das mit 9 and 1 und Fix und 6. Wenn es eben wirklich hier nur einen kleinen akustischen Unterschied zwischen unterschiedlichen Worten gibt und das heißt, bei so einer Sprache, die eben leicht zu erkennen ist, möchte man das eben haben, dass die Worte orthogonal zueinander im akustischen Raum sind. Das heißt also, dass ich die Worte relativ gut unterscheiden kann. An Forderungen an die Phonetik sind eben, dass ich möglichst
universale Phoneme habe, die eben in vielen Sprachen vorkommen, einfach damit ich die leichter lernen kann. Weil wir in unserer Sprache, wenn wir Sprachen lernen, wir lernen in unserer Kindheit ein mehr oder weniger festes Phoneminventar und es ist nur sehr, sehr schwer, neue Phoneme hinzuzulernen. Ja, das kennt man zum Beispiel, wenn man jemanden aus Japan hat, der zum Beispiel L und R nicht so wirklich unterscheiden kann, einfach weil es diese Phoneme in der Form da nicht gibt. Da gibt es eben nur ein Phonem und nicht zwei. Deswegen ist das dann teilweise immer schwierig für so Leute, sowas eben dann noch nachträglich zu lernen. Deswegen, wie gesagt, hier die Beschränkung auf Phoneme, die in möglichst allen Sprachen vorkommen. Also wir haben hier 5 Vokale. Und dann eben noch ein entsprechendes Set an Konsonanten. Da achtet man eben auch drauf, dass man leicht zu verwechselnde Paare vermeidet. Dann zu einer Sprache gehören natürlich auch Ziffern. Und da muss man eben auch gucken, okay, wie kann ich das so machen, dass ich eben Ziffern habe, die ich möglichst leicht auch unterscheiden kann. Hier ist es so, je mehr Silben pro Wort ich habe, umso besser kann ich das Ganze erkennen, weil umso mehr akustische Hinweise habe ich. Bedeutet aber auch, dass die Lernzeit für den Benutzer sich erhöht und ich eben auch das System länger laufen lassen muss, weil einfach die Äußerungen insgesamt länger werden. Deswegen hat man da so einen Kompromiss gefunden, dass man eben sagt, bei den Zahlen habe ich eben 2-mal eine Silbe, 7-mal 2 Silben und 1-mal 3 Silben. Und dann wird man eben gucken, okay, wie häufig kommen so Zahlen in Dokumenten vor und dann das Ganze eben entsprechend so mappen, dass ich im Schnitt eben, wenn ich irgendwie eine Nummer sage, die möglichst kurz machen kann. Die Phoneme der Worte sollten halt gut unterscheidbar sein, aber eben auch entsprechend leicht auszusprechen sein und idealerweise eben ähnlich zu bereits Bekanntem, wie gesagt, dass eben hier eine relativ kurze Lernphase nur ist. Das war hier jetzt so ein Vorschlag, wie man eben so Zahlen in dieser Sprache repräsentieren kann. Man sieht, die sind relativ unterschiedlich und orthogonal zueinander, relativ schwer zu verwechseln. Ja, wenn man sich anguckt, die Kombination von, also die Abfolge von verschiedenen Vokalen und eben auch die Kombination Vokal zu Konsonant. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, bei einem Experiment, wenn man eben hingeht und sagt, okay, ich vergleiche jetzt mal diese Sprache mit Türkisch, und zwar nur die einzelnen Ziffern, mit welcher Erkennungsgenauigkeit kann ich da die Ziffern erkennen, dann ist es eben so, dass ich auf Türkisch, wenn ich eben auf Türkisch trainiere und auf dem türkischen Trainingsset teste, habe ich eine Fehlerrate von 3,5%. Wenn ich auf dem türkischen Testset teste, habe ich eine Fehlerrate von 8%. Und wenn ich jetzt diese neue Sprache für die Ziffern nehme und darauf eben auf dem Trainingsset teste, dann werde ich da besser etwa so auf die Hälfte und auf dem Testset kann ich sogar die Fehler auf ein Viertel runterdrücken. Das heißt, hier bringt das schon was, wenn man eben sich Gedanken macht, okay, für einen speziellen Task macht es Sinn, da eventuell eine eigene Sprache zu entwickeln, einfach um die Fehlerraten gering zu halten. Eine weitere Geschichte, die man machen kann, ist eben, ich baue einen Spracherkenner für die Interaktion mit einem Roboter. Und zwar ist es so, dass ich hier hingehen muss und muss eine Sprache entwickeln, die auf der einen Seite leicht erlernbar ist für einen Menschen und auf der anderen Seite aber auch gut unterscheidbar ist. Also sprich, dass ich die einzelnen Befehle gut auseinanderhalten kann. Und hier orientiert man sich eben auch an bereits vorhandenen künstlichen Sprachen. Ja, also zum Beispiel hier eher so Sprachen, die von vornherein künstlich sind. Ich hatte es ja schon erwähnt, Klingonisch oder eben verschiedene andere Sprachen.
Was auch interessant ist, ist so Constrained Natural Languages. Also, dass man eben praktisch hingeht und zum Beispiel Englisch nimmt, weil das kann in der Regel, können in der Regel viele Leute sprechen. Und dann eben hingeht und sagt, okay, ich schränke jetzt mein Vokabular ein auf nur wenige Wörter, die leicht zu unterscheiden sind. Und mache auch den Satzbau ein bisschen einfacher, damit ich eben da mit einer speziellen Sprache mit dem Roboter interagieren kann. Gibt hier zwei Arten, wie man sowas mit einer künstlichen Sprache machen kann. Entweder man hat starke Flexionen, die aber entsprechend strengen Regeln genügen müssen, oder aber ich habe keine Flexionen und dafür habe ich aber Partikelwörter. Generell ist es so, längere Wörter sind besser gegenüber kürzeren. Einfach, wenn ich ein längeres Wort habe, dann habe ich eben mehr Material, um das Wort eindeutig zu erkennen. Ja, wenn ich mehrere Vokale habe, eine eindeutige Vokalfolge habe, eindeutige Folge von Vokalen und Konsonanten, dann ist es einfacher, das Wort robuster zu erkennen. Hier bei der Sprache ist eben die Phonetik war jetzt abgeleitet von eben Tokipona. Und da ist eben auch festgelegt, ich habe eine Mindestwortlänge von 4 Zeichen, einfach damit ich entsprechende Anzahl an Vokalen und Konsonanten habe, um die Worte sicher zu erkennen. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, okay, ich möchte nicht länger wie 6 Zeichen werden, weil sonst wird es wiederum zu kompliziert und das dauert zu lange, das zu lernen, beziehungsweise die Interaktion mit dem Roboter wird zu lange dauern. Und es gab da eben dann, wurde eben gezeigt, dass eben hier mit Hilfe von einem genetischen Algorithmus konnte man dann eben Worte generieren. Hier sind so ein paar Beispiele, die eben relativ verwechslungsfrei erkannt werden konnten. Genau, dann noch so ein bisschen Ausblick, was Ihnen der Herr Stüker in einer der nächsten Vorlesungen erzählen wird. Und zwar geht es darum, auch nochmal Spracherkennung für die Roboterinteraktion. Und zwar, wenn ich mich da jetzt auf ein Subset von einer natürlichen Sprache beschränke, dass ich eben wirklich hingehe und sage, okay, ich habe hier eine eingeschränkte Grammatik, zum Beispiel für ein Projekt, was wir da hatten. Da ging es eben um einen Assistenten in einem OP, wo eben dann der Chirurg sagen kann, zeig mir bitte irgendein Bild, zum Beispiel Leber, Aorta oder Milz. Das kann ich auch mal hier kurz vorführen. Also ich habe hier so ein System, das zum Beispiel jetzt im OP laufen würde. Und dann kann ich sagen, zeig mir die Milz. Und dann zeigt es mir eben ein Bild von der Milz. Ja? Oder zeig mir die Aorta. Dann zeigt es mir eben ein Bild von der Aorta. Die Interaktion an sich ist mehr oder weniger natürlich sprachlich möglich. Aber ich habe die Grammatik wirklich eingeengt auf ein Subset von gültigen Sätzen, die ich eben in das System reinsprechen kann, einfach damit es auch entsprechend sicher funktioniert. Und was man hier jetzt auch sieht, es funktioniert, obwohl ich relativ weit entfernt bin von dem Mikrofon. Ich habe hier jetzt kein spezielles Mikrofon wie das hier, so kein Close-Talking-Mikrofon, sondern es ist eher Distance-Speech und es funktioniert trotzdem. Zeig mir die Vena Cava. Einfach weil die unterschiedlichen Sachen, die ich hier anfragen kann, sich so stark akustisch unterscheiden, dass ich eben hier wirklich sicher sagen kann, okay, der Befehl wurde gesprochen oder der Befehl wurde gesprochen. Das Ganze ist umgesetzt mit einer kontextfreien Grammatik, aber das, wie gesagt, wird der Herr Stüker dann in einer der nächsten Vorlesungen behandeln. Ja, eine Frage. Sorry. Gut, im Prinzip ist es so, dass ein Spracherkenner immer dazu verdammt ist, irgendwas zu erkennen. Ja, es ist jetzt so, dass wir hier bei dem System auch noch Füllwörter mitmodelliert haben. Das heißt, er wird dann schon erkennen, dass da war jetzt nichts, was ich erkannt habe. Aber es ist durchaus so, dass Spracherkenner in der Regel dazu verdammt sind, irgendwas zu erkennen, was eben besonders witzig ist, wenn ich zum Beispiel in einen deutschen Spracherkenner Englisch reinrede, weil der wird da einfach nichts Sinnvolles erkennen,
aber dadurch, dass er eben wirklich verdammt ist, von dem Aufbau her, etwas zu erkennen, wird er eben irgendwas erkennen. Das war's von heute von mir. Falls keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.